Hallo Minecraft-Menschen. Weiter geht's mit unserer Aufnahme. Und zwar. Ah, jetzt ist besser. Ich habe eben schon mal eine Aufnahme gestartet und hatte da das Problem, dass die Framerate mir so extrem eingebrochen ist. Und da danach dann der Server automatisch neu startete, musste ich nochmal von vorne anfangen. Aber kein Problem, waren ja erst nur 2 Minuten. Seit der letzten Aufnahme habe ich nicht viel gemacht. Ich habe ein bisschen Bäume geklopft. Ich habe eine Köhlerei gebaut. Also nur so eine kleine. Und ich habe schon ein bisschen Kohle und Stein gebrannt. Unser Eisengolem ist wieder aus dem Wasser gekommen. Und ich habe ein bisschen im Minecraft-Wiki nachgeschaut, woran das lag, dass er da nicht raus wollte. Es liegt daran, er konnte nicht. Da Eisengolems nicht schwimmen können und dementsprechend auch Blöcke, die nur ein oder die nur eins hoch sind, nicht überwinden können. Das heißt, wenn er einmal im Wasser drin ist, bleibt er drin. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen unschönere Lösung genommen. Und zwar hier Stufen. Sollte er wieder ins Wasser fallen, kann er von alleine wieder raus. So. Aber anscheinend geht es ihm gut bei uns. Bewohner sind auch glücklich. Huch. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte dir kein Gold geben. Und diesmal habe ich keinen Kaffee. Und ich habe mir eine heiße Brühe gemacht. Weil durch die vielen Aufnahmen in den letzten Tagen ist meine Stimme arg angeschlagen. Und ich bilde mir ja ein, dass so eine heiße Brühe da irgendwie mehr hilft als ein Kaffee. Obwohl es wahrscheinlich Unsinn ist. So. Ja, dann wollen wir denn heute mal weitermachen mit dem, was wir vor uns vorgenommen hatten. Aber vorher, ich schau mal, genau, wir haben keine Axt mehr. Und die brauchen wir. Also wenn wir diesmal was brauchen, dann sind es Äxte. Und Spitzhacken. Habe ich hier denn noch alles für Äxte drin? Ich glaube, ich habe mein ganzes Holz verpfeffert. Ja. Ich habe es alles verpfeffert. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das heißt, ich muss mal kurz rübergehen in unsere neue Köhlerei. Und die befindet sich hier hinten. So. Schaue ich mal. Ich habe hier noch Eisen. Dann mache ich mir jetzt einfach Eisenäxte, auch wenn ich normalerweise es nicht mehr machen wollte. Aber ich hab kein Holz mehr. Es ist nicht so gut. Behaupte ich mal. Ach, da oben ist noch Holz drin. Sehr gut. Nehme ich mir jetzt da was raus. Ach ja. So. Genau, dann müsste ich jetzt eine Bastelbox und die nächste ist hier. Okay, wir brauchen, ich sag mal, 2 Äxte. Und 2 Spitzhacken. Okay, und dann ist schon wieder unser Eisen beträchtlich geschrumpft. Vielleicht sollten wir doch mal auf eine Kohletour gehen. Wir müssen ja auch noch die Höhle unten erforschen. Sollen wir das mal machen und sollen wir da mal gucken, ob wir da Kohle und Eisen finden? So, jetzt nehmen wir hier das Holz, packen es da unten rein. So, Stein da rein. Stein da rein. Ich lasse auch mal hier meinen Smaragd da. Den habe ich mit meinen Dorfbewohnern erhandelt. Und dann bastel ich mir noch Fackeln.
kann ich ja glücklicherweise hier in der Tasche machen. Da muss ich nicht wieder zurückgehen. 60 Stück sollten reichen. Die Stüfchen kann ich auch da lassen. Den Eimer nehme ich mal mit. Das kann ich auch da lassen. Das auch. Okay, ich müll hier die Köhlerei zu, aber gut. Naja. Sie werden es uns schon verzeihen. Dann mache ich mal mein Schwert hier auf den ersten. Die könnte ich miteinander kombinieren. Hätte ich noch... Ja, das sieht doch gut aus. Habe ich 3 Spitzhacken. Das Eisen lasse ich besser auch. Hier sollte ich wirklich sterben. Würde ich das ungern in der Tasche haben. Das lasse ich auch hier. Und die Fackeln mache ich auf Platz 2. Und die lasse ich auch da. Und die lasse ich auch da. Erde nehme ich mal mit. Das nehme ich auch mal mit. Ein bisschen Essen ist auch nicht verkehrt. So. Und Blumen brauchen wir unten auch nicht. Schilder nehme ich mal mit. So. Höhlentour. Und zwar erforschen wir die Geschichte unseres Dorfes. Und schauen, worauf das Dorf wirklich erbaut worden ist. Dazu müssen wir auf den Marktplatz. Aber wir sollten dann gleich daran denken, dass wir das hinter uns zumachen wieder. Damit keiner der Dorfbewohner hier reinfällt. So, machen wir wieder mit der gelben Wolle zu, damit wir es auch wiederfinden. Okay, und schon ist es dunkel. Ihr seht nichts, ich sehe übrigens auch nichts. So. Okay. Leuchten wir den mal ein bisschen aus. Das erste, was wir sehen, ist ein Schaf. 2 Schafe. Auch gut. Was haben wir denn hier Schönes? Viel Kies. Das freut mich. Oh, und Kohle, sehr gut. Aber die lassen wir jetzt erstmal hier liegen. Weil ich lieber erstmal die Gegend sichern möchte. Geht nicht. Gut. Oh, okay. Das fließt da oben rein. Also. Lassen wir das da. Okay, hier ist schon zu Ende. Nehmen wir noch den anderen mit. Der sieht aber auch nicht so lang aus. Gucken wir mal. Auch Kohle. Noch ein Schaf. Okay, vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Ne, der ist auch hier zu Ende. Okay. Ja, da war die Höhlentour ja eine relativ kurze Höhlentour. Nehmen wir mal die Kohle mit. Und wir könnten uns eigentlich auch ein bisschen Stein noch mitnehmen. Ich mach mal hier ein bisschen lauter. Ich höre gar nichts vom Spielsound. Ah. Hatte ich meinen Kopfhörer zu leise gestellt. Hilfe, mein Hals. Schnell noch einen Schluck Brühe genommen. Lustig. Man hört hier unten im Boden hört man den Eisengolem von oben. So. Underground Sheep.
Die bösen Untergrundschafe. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Geh weg, Schaf. Ich will dich nicht hauen aus Versehen. Okay. Haben wir hier die Kohle schon mal eingesammelt? Ich habe jetzt auch. Natürlich habe ich keine Schaufel mit. Ah, guckt mal, Eisen. Das brauchen wir. Okay. Jetzt nicht so viel, aber auch da geht's weiter gut. Kann unseren Eisenverlust durch die Höhlentour hier ein bisschen ausgleichen. Dann hatten wir hier unten, glaube ich, noch Kohle, die wir liegen gelassen haben. Da. So, machen wir hier eine Fackel hin. Wollen nicht, dass hier irgendwelches Gemonster spawnt. Dann wissen wir, wenn wir demnächst. Oh, habt ihr das gehört? Geht's hier irgendwo weiter? Ich meine, Stein brauchen wir ja sowieso. Dann können wir auch noch ein bisschen Stein kloppen hier. Das Lustige ist, dass wir Stein jetzt sogar dringender brauchen als Eisen. Machen wir hier noch eine Fackel hin. So nah bei uns kann zwar jetzt nicht spawnen, aber wenn wir jetzt ein Stückchen weitergehen, dann wollen wir natürlich nicht, dass es anfängt zu spawnen. Und deswegen heißt das Spiel Minecraft. Weil wir nicht nur craften, sondern auch minen. Und das mitunter nicht so das Spannendste ist. Okay, ich habe den Zombie jetzt schon nicht mehr gehört. Das könnte heißen, dass wir uns von ihm wegbewegt haben. Nun gut. Ich bin jetzt auch nicht so unbedingt auf eine Monsterkonfrontation aus. Da ist schon wieder Eisen. Ich überlege gerade, wie sinnvoll es wäre, hier vielleicht eine etwas höher angelegte oder größer angelegte Mine zu machen. Das habe ich bei meinem alten Zuhause. Da haben wir uns ein Loch in den Boden gegraben, das bis unten zum Bedrock geht. Und haben dann da seitlich immer Gänge gemacht. Das ist einfach sehr ideal zum Farmen von Diamanten und Kram. Also Diamanten, Redstone, alles, was man so brauchen könnte. Ah, seht ihr? Hat sich doch schon gelohnt. Hat sich doch schon gelohnt. Vielleicht nehmen wir ja doch ein bisschen mehr Eisen hier aus der Geschichte mit, als ich dachte. Okay, ist nichts mehr. Können wir noch ein Stückchen weiter geradeaus gehen. Also wir sollten jetzt auf einer Höhe sein, die nicht gefährlich ist. Wenn wir jetzt tiefer, könnte es sein, dass uns irgendein Lava entgegenfließt, hier aber nicht.